Streaming jetzt live auf YouTube, das ist wunderbar. Hallo Jürgen, hallo liebe Follower. Ich muss mich jetzt gleich mal entschuldigen, das ist normal nicht meine Art. Ich hatte den Jürgen für morgen auf meinem Streaming-Kanal und irgendwie ist zur Zeit so, dass man scheinbar irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht das Corona schon mein Hirn irgendwie ein bisschen durcheinander bringt und auf alle Fälle meinen Terminkalender. Jetzt haben wir aber Gott sei Dank die Situation noch gerettet und sind wir hier, weil London ist ja eine Stunde voraus. Und haben wir gesagt, okay, wir machen natürlich diesen Termin dann heute doch noch. Ja. Weil man kann ja, wenn man es morgen nicht live dabei, wir heute ja das dann anschauen und es wird ja hier auch aufgezeichnet. Also nochmal herzlich willkommen, Jürgen. Ja, und ich muss sagen, du hast ja hier in Deutschland eine große Fangemeinde, denn das, was du uns zu berichten hast, geht ja weit über das hinaus, was wir ja in jedem Schulwissen oder jedem Studium oder in dem momentanen Weltbild dieses Materialismus ja gar nicht zu hören bekommen. Seit 50 Jahren bist du unterwegs mit einer bestimmten Meditationstechnik, andere Welten, andere Realitäten, das Leben nach dem Tod und die anderen Seinsebenen, weil der Tod hört sich immer so dramatisch an, aber wir wechseln tatsächlich die Bewusstseinsebenen und warum wir auch dieses Interview machen, da können wir gerne mit drauf, denn du hast ja, wir haben jetzt Gott sei Dank einen Verlag, oder du hast einen Verlag gefunden, den werden wir gerne mit einblenden. Und zwar, du bist jetzt auch mit einem Buch in Deutsch vertreten. Ist das richtig? Ja, genau. Hier ist eine Kopie davon. Ich blende jetzt gleich noch die Webseite ein für die Zuseher. Moment, mal schauen, ob mir das gelingt. Dann kann man nämlich gleich hier mal das zeigen. So, oder? Jetzt müsste man eigentlich was sehen. Ja, genau. Starkmut Publishing, der Multidimensionsmann, hier zu bekommen auf dieser Seite, 20,50 Euro. Die Entdeckungsreise ins Herz der Schöpfung. Also ich finde diesen Titel wirklich sehr gelungen. Und ich werde das auch hinterher nochmal verlinken unter dem YouTube-Kanal, wo man dieses Buch genau bekommt auch. Mhm. Das ist mit Sicherheit ein super tolles Weihnachtsgeschenk. Und weil, wie gesagt, ich weiß seit einem Jahr oder eineinhalb, seit wir uns, sage ich mal, hier intensiv schon auseinandersetzen, dass viele darauf warten, dass endlich deine Bücher auch in Deutsch zu lesen sind. Weil es gibt natürlich auch viele, auch, sage ich mal, aus meinem Altersklasse und noch ein bisschen, sage ich mal, jünger, die vielleicht mit diesem Englisch noch nicht ganz so fit sind. Und das ist natürlich das perfekt. Jürgen, ich möchte mal kurz einmal sagen, was da drin steht. Eine Entdeckungsreise ins Herz der Schöpfung. Das sind 300 Seiten. Ich habe es ja auch hier nochmal und habe es ja auch schon in Englisch gelesen und jetzt auch nochmal in Deutsch, aber das ist natürlich nochmal besser in der Muttersprache. Unglaubliche Geschichten. Was so toll ist in diesem Buch, ist auch, dass die Geschichten relativ kurz gefasst sind. Also auf ein paar, 4, 5, 6, 8 Seiten teilweise hat man schon ein Erlebnis von dir und dann kommt man zum nächsten Erlebnis. Und darum hast du da wirklich 50 Jahre, sage ich mal, Erfahrungen außerkörperlich und ja, außerkörperlich stimmt ja gar nicht. Du bist ja auch in anderen Welten mit deinem Körper unterwegs. Und da habe ich gleich mal die erste Frage, Jürgen. Wenn du außerkörperlich bist, dann gibt es ja offensichtlich Bereiche, da hast du diese Silberschnur noch mit dabei, da wo du mit diesem physischen Körper noch verbunden bist. Wie schaut denn dein Körper in diesen anderen Welten aus? Hat er das gleiche Alter? Ist der jünger oder bist du dann ein Mann oder eine Frau? Oder wie ist das? Ja, das ist eigentlich eine ziemlich komplizierte Geschichte, weil ich hatte einfach nur am Anfang diese Erfahrung so gemacht, dass ich mich von meinem Körper losgelöst habe. Also wo ich am Anfang eine Schnur gesehen habe oder meinen Körper im Bett oder in der Meditation gesehen habe, später hörte das total auf. Sobald ich dann in diesen höheren Zustand kam, da war vom Körper nichts mehr zu sehen. Ich bin dann sogleich aus dem physischen Bewusstsein in die astrale Ebene reingekommen, nicht? Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie die Absicht, diese Erlebnisse zu haben. Für mich war das einfach nur eine Begleiterscheinung, weil gleich von vornherein wollte ich eigentlich nur meditieren, um in höhere Bewusstseinsebenen zu kommen. Ich wusste von außerkörperlichen Erfahrungen überhaupt nichts. Und das ist dann ganz spontan passiert. Und
am Anfang war das natürlich ziemlich umwerfend, weil das eine unheimliches Erlebnis ist. Und dann, als ich das regelmäßig eingestellt hat bei mir, habe ich dann Buch darüber geführt, Tagebuch, habe diese ganzen Erlebnisse aufgeschrieben. Und dann von den 1970er Jahren bis 2008 hatte ich da Tagebücher geführt. Und dann habe ich dann diese ganzen Geschichten zusammengeführt und als Buch rausgebracht. Aber für mich war das Wesentliche war einfach nur die Meditation. Sogar wenn ich jetzt eine außerkörperliche Erfahrung gehabt habe, habe ich die sehr häufig dazu benutzt, um während dieser außerkörperlichen Erfahrung zu meditieren. Und diese Meditation hat mir ermöglicht, in höhere Bewusstseinsebenen einzubrechen. Ja, das ist natürlich sehr fantastisch, weil wenn man natürlich jetzt deine ganzen Geschichten liest, hast du ja klassisch praktisch alles mitgenommen. Du bist in die astralen Ebenen, du hast deine ganzen, ja, auch einige deiner früheren Leben gesehen, von denen du aber gar nicht einmal, so erfreut warst zu sehen, dass du selber mal Tyrann warst, dass du irgendwie in Schlachten teilgenommen hast, dass du Menschen ermordet hast, oder da waren auch Leben dabei, da warst du irgendwie ein alter, weiser Mann, hast du in der Kirche gesehen und alle diese Dinge, da sieht man auch seine frühere Leben, wo man sagt, wow, ich habe mir gar nicht zugetraut, dass ich auch einmal ein sehendes Leben hatte, auf diesen negativen Geschichten. Aber man sieht, dass man da oftmals auf diese Erde kommt. Wie ist denn hier das gewesen? Du hast da geschrieben, dass du wenn man sich in ein früheres Leben eine bestimmte Situation reinbegibt, dass man nur das mitbekommt, was diese Person auch gerade in diesem Moment mitbekommt. Also weniger die komplette Biografie etc., sondern auch eigentlich nur ein Auszug aus diesem Erlebnismoment, dieser früheren Inkarnation, oder? Ja, da sind Verbindungen zum jetzigen Leben, die mich in das frühere Leben hineinkatapultiert haben. Zum Beispiel, ich hatte, als ich in London in einem Geisteskrankenhaus als Kunsttherapeut gearbeitet habe, da hatte ich eine Vorgesetzte, die mich von vornherein nicht mochte. Und die hat mich schikaniert die ganze Zeit. Und ich konnte machen, was ich wollte. Irgendwie hat das zwischen uns nicht geklappt. Ich habe dann herausgefunden, dass ihre Eltern im Konzentrationslager ermordet worden sind. Und ich dachte, ja, das kommt daher, weil ich Deutscher bin und die dieses Schicksal erlebt hatte. Und dadurch hat sie so ein Hassgefühl auf mich gehabt. Das habe ich dann auch verstanden. Aber dann hatte ich eine außerkörperliche Erfahrung und ich war auf einmal im Mittelalter und ich war mit so einer ganzen Bande von Leuten auf so einem Raubzug, um so Herrengüter randalieren. Wir waren also Folger von Thomas Münzer und sind dann durch die Landschaft gezogen und haben dann Revolution angezündet. Und eine dieser Personen, das war ein Gutsherr, und wir haben den dann so die Kleider weggenommen, in einen Sack musste er sich anziehen. Und es war ganz schrecklich, diese ganze Sache. Und als wir das gestürmt haben, habe ich noch jemanden mit meinem Schwert umgebracht. Und diese ganze Sache war mit meiner Gegenwart verbunden. Und ich habe die sofort wiedererkannt. An den Augen, gell? Ja, und das ist natürlich viel besser beschrieben in dem Buch und viel genauer. Aber dieser Zusammenhang ist dadurch entstanden, dadurch, dass ein Konflikt in meinem jetzigen Leben war und dann diese Verbindung aufgetreten ist, die mich zu einem außer früheren Lebens mit verbunden hat. Nicht? Und das ist eigentlich unheimlich seltsam, weil du bist dann wirklich da in dem Moment. Das ist nicht wie ein Film, der da abläuft, sondern du bist wirklich die Person, die damals daran teilgenommen hat. Und du siehst dich als diese Person von außen und von innen bist du die Person, aber du hast keine Wahrnehmung
von dem, dass du beobachtet wirst oder dass sich das abspielt in einer vergangenen Lebenserfahrung. Nicht? Du hast auch, glaube ich, nicht die Möglichkeit, hier einzugreifen, wenn du sagst, okay, jetzt ermorde ich diese Person, da kannst du nur zusehen und sagst, okay, weil das Geschehen ist ja eigentlich schon passiert, wobei es ja eigentlich Zeit ja auch wieder nicht gibt. Das ist auch wieder so kompliziert. Ne? Ja, man kann nur zuschauen. Man hat keinen Einfluss daran. Nicht? Und das ist, ich habe dann später heraus, ich hatte noch mehrere solche früheren Lebenserfahrungen gehabt. Und dann später in meinem zweiten Buch habe ich erstmal gemerkt, wie sich das überhaupt zusammenstellt. Nicht? Zum Beispiel von einer höheren Bewusstseinsebene sehen wir unser eigenes Leben nicht als eine Person im menschlichen Körper, sondern wir sehen uns als ein kosmisches Netz, ja, das aus Millionen von Lichtpunkten zusammengesetzt ist und vernetzt ist. Man müsste sich das mal so vorstellen wie ein menschliches Gehirn, wo jede Nervenzelle mit anderen Nervenzellen verbunden ist. Aber die Nervenzelle, jede Nervenzelle ist ein Leben, ein anderes Leben oder ein Konflikt oder irgendwas, was sich in unserem individuellen Leben in der Vergangenheit zugetragen hat. Und da gibt es Millionen oder Milliarden von Verbindungen, die da stattfinden. Und wenn wir das höhere Bewusstsein haben, dann können wir auf die einzelnen Punkte eingehen und diese einzelnen Punkte können dann entweder ein anderes Leben sein oder eine Erfahrung. Und das ist alles zusammen vernetzt mit dem kosmischen, kosmischen Bewusstsein. Oder was ja, mit dem kosmischen Bewusstsein, mit dem Akashic Records. Ja, nicht? Akashic und nicht nur sind wir verbunden mit unserer eigenen Persönlichkeit, sondern auch mit den Persönlichkeiten anderer Leute. Da ist irgendwie so ein Quantum Entanglement Zusammenhang. Mhm. Und so muss man das sehen. Wenn wir es versuchen wollen, uns zu verstehen, müssen wir vielleicht das mal so zu betrachten, dass wir nicht in einem menschlichen Körper sind, sondern ein Netzwerk aus unendlichen Energien. Das bedeutet, dass wir als Körper eigentlich als Host agieren und sich dieses Bewusstsein immer wieder neue Körper oder neue Erfahrungen sucht, um hier ein bestimmtes Leben zu leben, Erfahrungen zu leben. Und es gibt ein riesen Netzwerk, eine riesen Datenbank an Science-Erfahrungen. Denkst du denn, das nimmt irgendwann ein Ende? Gibt es da eine Zielrichtung, wenn man sagt, okay, jetzt bin ich ganz oben und bin schon das Göttliche selber? Oder hast du da irgendwo eine Richtung erspürt oder erkannt? Ja, das ist ganz, ist unheimlich interessant, weil wenn man das Bewusstsein des Selbstes erschließt, ja, also ins Licht, das Lichtbewusstsein oder das Einheitsbewusstsein, das strömt dann aus auf das ganze Netz, okay? Und alle Energien in dem Netz, ob das jetzt andere Leben waren oder andere Schwerpunkte, die sich ereignet haben, das wird alles harmonisiert dann. Okay. Und diese Harmonisierung führt zur Befreiung von diesen Knotenpunkten. Wir haben immer noch die Möglichkeit, weil diese Schwerpunkte in der kosmischen Datenbank verankert sind. Wir haben immer noch die Möglichkeit, diese zu sehen und zu besuchen, aber wir sind denen nicht mehr unterworfen dann. Ist es auch dieses Bild, was wir haben über Freude und Leid oder über Gut oder über Böse, eigentlich nur ein irdischer Ausdruck? Wenn man dieses Ganze aus einer anderen Perspektive sieht, ist das eigentlich eine ganz andere, gibt es überhaupt eine Sprache dafür, das zu beschreiben? Ja, das ist unheimlich schwierig zu beschreiben. Vielleicht, wenn man das den Vergleich zieht mit Quantenphysik. Nicht? Viele Quantenphysiker, die, wenn man die fragt, wie funktioniert denn das? Sehr wenige Leute haben dann auch einen Ausdruck dafür oder eine Beschreibung dafür. Das geht einfach über das menschliche Verständnis hinaus.
Und das Interessante ist auch, wenn man das erst zum ersten Mal da reinkommt in dieses irrsinnige, in diese irrsinnigen Strukturen, dann das erste Gefühl ist fast ein Erschrecken, weil das so groß und so unglaublich ist und so wahnsinnig weit und riesig ist. Ja, dieses kosmische Netz, in dem wir uns dann befinden. Da müssen wir uns erstmal von dieser Vorstellung befreien, dass wir ein menschlicher Körper sind. Nicht? Und dann, wenn wir uns das erstmal vor Augen führen oder das erstmal nacherleben, dann verändert sich unsere ganze Einstellung. Weil wir sehen dann auch langsam, dass wir nicht nur, dass wir nicht von anderen Leuten getrennt sind. Wir sind alle miteinander verbunden und wir können diese Verbindung dann nachvollziehen von diesem kosmischen Bewusstsein. Nicht? Also wir können dann Verbindung herstellen und es ist unbeschreiblich, diese Möglichkeiten, die dann auf einmal offen werden. Und ich glaube, das hat einen guten Grund, dass wir uns davon abscheren. Wenn wir das nicht tun könnten, dann würden wir wahrscheinlich den Verstand verlieren, nicht? Weil diese Sachen so unheimlich groß und unbeschreiblich sind. Aber wenn wir den Ursprung dieses Seinszustand erfahren in der Einheit, dann stellt sich bei uns ein unheimlicher Frieden ein, weil wir von diesen ganzen Sachen gelöst sind und befreit sind. Und wir haben dann, wie sich das dann so einstellt, im alltäglichen Leben einen unheimlichen Frieden erleben. Okay. Es gibt kein Anlass, sich irgendwie in solche Geschichten einzulassen. Das bedeutet aber auch, weil du schreibst ja hier auch von anderen Existenzformen, von Außerirdischen, von anderen Lebensformen, von ganz anderen Welten, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das heißt, dieses Bewusstsein und dieses wahre Selbst sucht sich immer wieder auf unterschiedlichen Realitätsebenen Körper, um in anderen Naturgesetzen Dinge zu, ja, du sagst, je höher das die Dimensionen gehen, desto kreativer wird das Tun, das man da macht. Ja, also man wird von seinen Limitations, seinen Begrenzungen befreit, nicht? Und wir haben dann die Möglichkeit, unser Bewusstsein oder unsere Aufmerksamkeit darauf einzustellen, was wir wollen, was wir möchten, wo wir uns hingezogen fühlen. Und das kann alles bedeuten. Wenn wir dann nur das Einzige, was besteht, wenn wir in diesen Urzustand, in unser Urzustand eintauchen, erfahren wir nicht nur diesen unglaublichen Frieden, aber auch diese unheimliche Liebe, nicht? Diese Glückseligkeit. Die okay, the blessing, ja. Ja. Und diese verändert unsere ganze Verhaltensweise dann auf einmal. Und von dem Moment an sind wir nur daran interessiert, diesem ganzen System irgendwie in irgendeiner Weise beizustehen und zu helfen. Okay. Deshalb geht es darum, zum Beispiel im Buddhismus, wird von dem Bodhisattva gesprochen. Mhm. Der Buddha, der Erleuchtung gefunden hat, der begibt sich wieder in die relative Welt, um den Menschen zu helfen, weil er sich nicht damit abfinden kann, im Glückseligkeitszustand zu leben, wenn er dabei ansehen muss, wie andere Leute noch Probleme haben. Und deshalb steht dieser Kreislauf da. Und die meisten Menschen, die in dieses Bewusstsein eingetaucht sind, die werden dann auf verschiedenen Ebenen dann wieder tätig. Zum Beispiel auf der astralen Ebene gibt es viele Helfer. Und Swedenborg bezeichnet diese Leute als Engel. Ja. Mhm. Für Swedenborg sind Engel einfach erleuchtete Menschen. Und da beschreibt auch der
Gianni Balducci, durch den ja viele Wesenheiten aus ganz anderen Universen wirken, der sagt, die kommen aus ganz anderen Universen, die ja trotzdem aber auch in diesem Bewusstsein miteinander verbunden sind, um auch hier in unseren Körpern zu wirken und zu tun, weil die auch den Schmerz oder diesen, ja, diese Not empfinden und sagen, okay, hier müssen wir Hilfe leisten, hier ist etwas im, ja, im Argen, da müssen wir etwas tun. Das ist das Gleiche, was du jetzt gerade beschreibst. Jürgen, ich möchte nochmal kurz, da können wir gleich drauf eingehen, nochmal dein Bild herzeigen. Moment, da muss ich nämlich da hier auf meine Freigabe gehen, die irgendwie nicht funktioniert. Warum weiß ich auch nicht, aber das können wir gleich. Ah, hier haben wir es. Und zwar, du hast hier ein tolles Schaubild gemacht, und zwar so ein Model of the Multidimensional Universe. Und kannst du uns mal kurz erklären, was man auf diesem Schaubild so sieht, weil es schaut ein bisschen kompliziert aus. Ja, wenn wir uns mal diese so eine Kette ansieht, von einem dunkelblauen oder lila Punkt bis zu einem weißen Punkt zu der Mitte hin, ja. Das ist eine, sagen wir mal, ein Universum. Okay. Und dieses Universum löst sich dann in der Einheit aus. Und von der Einheit, die Einheit ist dieses weiße Licht im Zentrum, dort aus entwickeln sich andere Universen. Und ich habe das so dargestellt, dass die äußere Haut, dieses Universum, das sind die physischen Ebenen. Und alles andere, die weiteren Ebenen, die dann immer heller werden, das sind andere Energieebenen, andere Energiestufen. Gibt es da auch andere Naturgesetze dann? Ja, nicht? Und jedes Universum hat seine eigenen Gesetze. Und also das, wenn man sich mal erstmal vorstellt, wie unendlich unser eigenes Universum ist und ja, genau. Mal vor Augen hält, wie unendlich die Realität ist, dann ist das schon ziemlich erstaunlich. Ja. Ja, du hast mir erzählt, dass es eigentlich hier sehr grob ist, die Zeichnung, weil du sagst, eigentlich müssen das dünne Härchen sein, so viel sind ja. Die. Ja. Von dieser Komplexität, das ist ja überhaupt nicht mehr fassbar. Hat man denn, wenn man in diesen anderen Realitäten mit einem anderen Bewusstsein unterwegs ist, hat man denn dann auch eine andere, größere Wahrnehmung? Also die Sinne sind ja hier in dieser physischen Realität relativ eingeschränkt. Aber du beschreibst ja auch, dass man hier mehrere Farben, mehrere Klänge, du hast auch eine Rundumsicht, du siehst auch hinten, du sagst, diese Sinne nehmen schon mit anderen Realitäten auch zu. Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass auf der physischen Ebene unsere Sinneserfahrung ziemlich begrenzt ist, weil das auf eine ziemlich schwerhaltigen Schwingung ist, die nicht so dynamisch ist wie auf den höheren Energieebenen, zum Beispiel auf der astralen Ebene. Wenn man jetzt hier auf der physischen Ebene ein Haus bauen will, sagen wir mal, dann müssen wir erstmal Steine finden, Maurer und so weiter. Dann kommt das von der Vorstellung in die Materialisierung. Das dauert eine Zeit und ist mit so großer Anstrengung verbunden. Auf der astralen Ebene ist das viel dynamischer. Da braucht man sich das nur vorstellen und ein geistiges Bild zu schaffen und die richtige Energie anwenden, dann bildet sich das Haus quasi von alleine. Das kommt aber darauf an, auf welcher Energiestufe du bist. Wenn du jetzt auf einer unteren Energiestufe bist, dann ist es immer noch schwer, ein Haus zu bauen, nicht? Und deshalb gibt es auf den erdnahen Ebenen immer noch Architekten, Maurer, Handarbeiter, die ihre eigene Energie dazu benutzen, den Leuten zu helfen, um Häuser zu bauen. Aber es geht alles viel, viel schneller. Auf den höheren Ebenen, auf den höheren astralen Ebenen ist das viel einfacher, weil wir dann auf die universale Datenbank zurückgreifen können. Nicht? Aber da werden sich natürlich viele Follower jetzt fragen, ja, wenn man auf diesen Ebenen unterwegs ist, stirbt man dann auch noch oder hat man da auch nur eine begrenzte Lebenszeit? Braucht man da Häuser oder geht man dann noch in die Arbeit? Das ist auch etwas, was wir hier gar nicht mit unserem Verstand verstehen können, oder? Ja, also ich würde erst mal sagen, alles, was es hier auf unserer Erde gibt, gibt es auch auf den anderen Ebenen.
Die Leute haben soziale Verbindungen miteinander, die haben Arbeit, die machen Sachen zusammen. Ich habe sogar, da gibt es sogar Kaufhäuser, nicht? Und Taxifahrer, Kapitäne, die ein Schiff haben und so weiter und die Vergnügungsreisen machen und so weiter. Es gibt alles, was es hier gibt, nur auf einer größeren Ebene. Mhm. Und, nicht? Es gibt auch Sport und so weiter und alle möglichen Sachen. Eigentlich dadurch begrenzt, dass nur durch unser Bewusstsein begrenzt, nicht? Und durch unsere Vorstellung. Also das ist eine unglaublich riesige Realität. Und man könnte sich wirklich tausende von Jahren da drin aufhalten und immer noch nicht richtig eingedrungen ist. Ja, aber das ist aber immer noch die Realität, wo wir, sage ich mal, in einer Art menschlichen Komponente unterwegs sind, also was die Form betrifft, unseres Biocontainers, unseres Körpers oder dieses Hosts, aber dann gibt es natürlich diese vielen anderen Formen des Designs auch noch, wenn man sagt, okay, du hast ja mal erzählt in einem unserer Interviews, dass du die schöne Form von Menschen gesehen hast, außerirdische, die schimmernde Haut gehabt haben und so weiter, oder ganz andere Wesen, die vielleicht nur ganz andere Sinnesorgane gehabt hat. Du schreibst auch in deinem Buch von einem Besuch auf einem anderen IT-Planeten, da kannst du, glaube ich, war eine Riesendiskussion, ob du rein darfst in dieses Gebäude oder nicht, da hat dich einer mitgenommen. Ja, ich hatte mehrere Erfahrungen gehabt mit außerirdischen Leuten. Ich muss ehrlich sagen, als ich diese Erfahrung hatte zu Anfang, habe ich an solche Sachen überhaupt nicht geglaubt. Nicht? Und deshalb war das für mich ein bisschen ein ziemliches Erlebnis, als ich das erfahren hatte. Es ist eine andere Zivilisation und andere außerirdische Lebewesen gibt, die sich hauptsächlich auf der astralen Ebene aufhalten. Und dann hatte ich in meinem letzten Buch habe ich beschrieben, als ich von menschenartigen Lebewesen mitgenommen wurde auf ihren Planeten. Und ist eigentlich unheimlich hart zu beschreiben, weil die ganze Kultur war so anders, dass ich überhaupt nicht erstmal verstanden habe, was ich da erlebt habe. Deshalb die ganze Reise da war einfach nur mit Licht verbunden. Ich konnte überhaupt nichts identifizieren. Und als ich auf diesem Planeten angekommen war, habe ich dann so langsam verstanden, dass der Raum, in dem ich mich da befand, der war unglaublich groß. Aber ich konnte die Strukturen oder die Gebäude überhaupt nicht richtig identifizieren. Aber ich wollte jetzt eigentlich, Jürgen, auf diese Geschichte eingehen, wo du auf diesen Astralebene warst, und da kamen die Fluggeräte, wo du da gesagt hast, da würde ich gern mitfliegen. Und dann haben die anderen Leute aber gesagt, nee, das würde ich nicht machen, das ist gefährlich. Dann dachtest du, wie kann denn das sein, dass das gefährlich sein kann? Ich bin ja hier auf der Astralebene. Das war in meinem ersten Buch. Ja, genau. Ach so, ja, das war eine Sache, die, das war mit den Strahlen, die da zusammengehangen hat. Ich wusste überhaupt nicht, was da passiert war. Ich war dann auf diesem Planeten und die hatten mich dann mitgenommen. Und ich habe dann gemerkt, als ich unter einem Gebäude stand, da wurde ich von so Scan-Strahlen abgetastet, ja, genau. Abgetastet. Und die kamen von oben von dem Gebäude runter und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was damit zu tun hatte, was das war, wofür das da war. Und bis ich dann gemerkt habe, dass mir wurde nicht ganz wohl. Ich fühlte mich unbehaglich. Und da habe ich auf einmal Angst gekriegt. Und dachte, was ist denn jetzt los? Was machen die denn? Dann bin ich in meinen Körper zurückgegangen. Ich habe nie herausgefunden, worum es sich dabei handelte. Und vielleicht war das nur meine eigene Angst oder so, nicht? Die mir da Unbehagen eingefügt hat. Bist du denn ein
in verschiedenen Ebenen öfters oder hast du manche Ebene nur einmal? Mit dieses Erlebnis mit diesen anderen, sage ich mal, ETs, hattest du nur einmal und diese mit diesem Strahlen ETs, da warst du auch nur einmal. Also es gibt scheinbar Ebenen, da kommt man nicht immer hin. Ja, die ganze Sache mit meinen außerkörperlichen Erfahrungen verhält sich so, dass ich das nicht beabsichtige, diese Erfahrung zu machen. Die stellen sich einfach ein, ganz spontan. Und meine Hauptabsicht ist, zu meditieren. Nicht? Und manchmal in der Meditation komme ich in so einen Trancezustand, wo ich dann aus dieser außerkörperlichen Erfahrung habe. Die stellen sich dann spontan ein. Und manchmal kann das ganz irrsinnig sein. Zum Beispiel, ich bin in der Meditation. Und auf einmal, wenn man in der Meditation ist, ist man schon in einem ganz anderen Bewusstsein. Zum Beispiel viele Leute berichten, die außerkörperliche Erfahrungen haben, dass sie das Erste, was sie einstellen, die können mit geschlossenen Augen sehen, die können ihren Raum sehen. Nicht? Und das kann dann auch immer weitergehen. Und ich habe in einer Erfahrung gemerkt, dass ich auf einmal vor mir, so ein Meter oder einen halben Meter vor mir, war auf einmal ein Gesicht von einer unheimlich schönen Frau. Aber ihr Gesicht war mit Tattoos bedeckt. Aber das waren nicht nur Tattoos, sondern es waren Muster, die über ihr Gesicht geflossen sind und Ausstrahlung hatte. Und sie hat mir mit ihren Augen, hat mir in die Augen geschaut und hat gesagt, Jürgen, du bist wach, das ist alles real. Und dann habe ich mich erschrocken und auf einmal war ich in einer anderen Wirklichkeit und die Frau ist verschwunden und ich war auf einer höheren Astralebene. Also solche Sachen können sich einstellen, dass man dann Helfer findet, die dich aus diesem Körperbewusstsein rausbringen und dann in eine andere Ebene reinbringen. Diese ganzen Sachen sind ganz spontan entstanden. Die kamen häufig aus der Meditation heraus oder aus dem luziden Traum. Aber ich habe mich nie wirklich darum gekümmert, diese Erfahrungen zu inszenieren. Aber du bist ja doch als Reporter in diesen anderen Welten unterwegs gewesen. Also wenn ich schon dort bin, dann frage ich mich, was die Menschen hier tun, was sie hier so bauen, warum sie arbeiten etc. Kann man ja alles in deinem Buch lesen. Wissen denn die Leute, dass sie eigentlich schon verstorben sind, dass sie hier auf anderen Realitätsebenen sind? Oder sind die genauso skeptisch wie wir, wenn jemand sagt, der kommt jetzt aus einer anderen Realitätsebene? Da würde man ja auch erst einmal sagen, was erzählst du da? Ja, das ist interessant. Was ich gemacht habe, wenn ich jetzt in diese Ebene reingekommen bin, dann habe ich meistens meinen Reporterhut aufgesetzt und ein bisschen Forschung getrieben, weil ich war ja auch sehr neugierig, was denn da überhaupt los war. Ich habe zum Beispiel meine Mutter getroffen, die in 1997 gestorben war, und auch meinen Schwager und so weiter und verschiedene andere Verwandten, mit denen ich unterhalten habe. Und das war schon sehr, sehr interessant, was ich dadurch alleine herausgefunden habe. Und dann jedes Mal, wenn ich Leute getroffen habe, das Erste, was ich gemacht habe, habe ich mich mit ihnen bekannt gemacht und die dann ausgefragt und so weiter. Nicht? Dadurch habe ich mir viele Informationen eingeholt, weil jede Person, die ich begegnet habe, hat andere Erfahrungen. Und das ist so, wenn man sich jetzt auf der astralen Ebene mit einer Person unterhält, dann ist das ja nicht nur, dass sie dir was sagen, sondern die blenden dich dann in ihr Erlebnis ein. Zum Beispiel, wenn jetzt, wie das mir passiert ist, habe ich einen gefragt, was hast du denn gemacht in deinem früheren Leben? Er sagte, ich war Lastwagenfahrer. Und in dem Moment, als er das gesagt hat, saß ich mit ihm im Lastwagen und bin mit ihm herumgefahren. Also so bildlich geschieht es dann auf diesen Ebenen, dass man nicht nur Worte hört, sondern die Erfahrung dieser Leute mitkriegt. Und auf dieser Ebene habe ich unheimlich viel herausgefunden, was sich auf diesen Ebenen abspielt. Nicht? Zum Beispiel ich habe Leute getroffen, die von einer sehr niedrigen Ebene
sich langsam hochgearbeitet haben und dann auf einer höheren Ebene sich ihr Gewissen erleichtert haben oder sich als Diener, Service, also sich gut verhalten haben, nicht um anderen Leute zu helfen und nicht nur selbstsüchtig zu sein und so weiter. Gibt es denn da auch ein Rat für die Menschen, die haben gesagt haben, okay, Gewissen und so weiter, du sprichst ja auch in deinen Büchern und deinen Erfahrungen von niedrigen Ebenen noch, also diese physische Realität, da gibt es noch ein paar Realitäten unter dieser Realität, da wo es noch ein bisschen brutaler oder auch noch, sage ich mal, ein bisschen materialistischer und noch heftiger zugeht, auf dieser, da wird es noch mehr bekämpft, noch mehr Krieg. Soll man dann ein bisschen aufpassen auf das, was man denkt, was man macht, damit man nicht hier irgendwo in anderen Ebenen arbeitet oder landet, wo man gar nicht hin will? Ja, alles, was sich in deinem Kopf abspielt, in deinen Gefühlen, hat eine Wirklichkeitsebene, eine entsprechende Wirklichkeitsebene. Zum Beispiel Leute, die unheimlich negativ und unheimlich selbstsüchtig sind und selbstbezogen und nur darauf aus sind, sich zu bereichern oder über andere Leute Macht zu ergreifen, die sind auf einer Energieebene, wo ihnen diese positiven Sachen einfach vorenthalten sind. Die haben da keinen Zugang zu. Und das kann sich dann so ausdrücken, dass die in einer unheimlich dunklen Ebene leben, in einer dunklen Welt, wo es überhaupt kaum Farben gibt. Die Bäume haben keine Blätter. Es gibt nur Wüste. Die Leute laufen in Lumpen herum. Die haben keine Kleider. Alles, was sie vorher konnten oder hatten, das muss jetzt durch positive Einstellung erarbeitet werden. Das kann man nicht nur durch Geld, das kann man nicht durch Geld erringen, sondern das muss durch positive Energie sich zusammenstellen. Nicht? Und deshalb habe ich einige Leute haben in unheimlicher Armut gewohnt und auch ihr Verhalten war immer noch genauso negativ. Und diese Ebenen sind ziemlich unerfreulich. Aber haben die denn irgendwelche Hilfeleine? Kommen die aus diesem Kreislauf dieses negativen Denkens und dieses Machtdenkens und dieses Macht über andere überhaupt noch mehr raus? Oder wie läuft, gibt es da auch einen Prozess dazu, dass die tatsächlich auch was dazu lernen können? Ja, das kommt von ihnen aus. Das muss von ihnen auskommen. Es gibt unheimlich viele Helfer, die bereit sind, ihnen zu helfen, aber wenn sie nicht geholfen werden wollen, wenn sie so zu besessen sind mit ihren eigenen Machenschaften, nicht, dann kommt keiner an die Leute ran. Also die müssen irgendwie schon den Ansprung haben, um Helfer anzunehmen. Und dann geschieht das schon. Dann kommen Leute an die ran und helfen, werden denen auch helfen. Nicht? Und ich hatte das in meinem zweiten Buch beschrieben, wie dieser Prozess so abläuft. Jetzt möchten wir aber noch mehr auf was Positives auch zurückkommen. Und zwar, der Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist ja nicht, dass du eben das ja seit 50 Jahren machst und hier ein unglaubliches Wissen zusammengetragen hast, weil es eben so viele Realitäten schon besucht hat und so viele Gespräche geführt hast in diesen anderen Ebenen, sondern weil du als Künstler in der Lage bist, auch vieles davon zu visualisieren. Und jetzt muss ich nochmal hier umschalten. Auf eine neue Arbeit von dir. Und zwar, du hast dir investiert in eine neue Software, in einen neuen Computer, in virtuellen Realitäten und du versuchst jetzt, man sieht es hier, ich scrolle mal diese Seite durch, du versuchst diese Welten, sage ich jetzt mal, diese anderen Realitäten zu visualisieren und da kann man sich auch bei dir hier einloggen, da gibt es dann auch mit der Datenbrille, da kann man das dreidimensional erleben. Ist das richtig? Ja, genau. Also ich hatte ein Projekt angefangen, wo ich diese ganzen Welten, das fängt schon ganz früh an. Ich hatte immer, weil ich ja als Illustrator und Künstler gearbeitet habe und mich dann langsam mit der Technologie der 3D-Technologie angefreundet habe und das künstlerisch verwendet habe, hatte ich immer das Bestreben, ich möchte gerne diese Welten auszudrücken, wie zum Beispiel hinter mir das Bild, nicht? Und das Beste wäre, wenn man das so könnte, dass die Leute in das Bild reingehen können und die Welt also erkunden durch diese Brille.
Dreidimensional, ja. Dreidimensional und 360 Grad dann diese ganze Welt erforschen kann. Und ich habe bis jetzt ungefähr 4 Videos gemacht, 3D-Videos, wo die Leute diese Brille aufsetzen und dann mit Musik und Sound verbunden können sie dann diese Wirklichkeiten erfahren. Und ich habe auch eine Erfahrung, wo sie durch eine untere Astralebene rumlaufen können und sich bewegen können und herausfinden, wie diese Welt sich anfühlt. Zum Beispiel, man kann nicht sich nur schwerfällig bewegen dadurch und es ist dunkel und es ist neblig und man hört Stimmen von Leuten, die ziemlich unglücklich sind. Und man kann durch diese ganze Stadt da laufen und sich da so ein Gefühl davon geben, wie das auf den unteren Astralebenen aussieht. Und dann habe ich auch eine andere Erfahrung eingeleitet, zum Beispiel, die heißt Cosmic Consciousness, kosmisches Bewusstsein. Und das ist so eine Widerspiegelung von dieser Tunnelerfahrung. Ich würde sagen, wenn Leute sprechen viel von einer Tunnelerfahrung. Nicht? Ein Outlet, ja. Ja, und diese Tunnelerfahrung besteht darin, dass wir von einer Energieebene in eine andere Energieebene eintauchen. Mhm, und dadurch kommt dieses Tunnelphänomen zustande. Mhm. Und dieses Tunnelphänomen findet auch auf höheren Ebenen statt. Und diese Tunnelerfahrungen sind unterschiedlich. Das kommt darauf an, was für Energieschwingungen damit verbunden sind. Und ich habe eine solche Tunnelerfahrung in 3D, in Virtual Reality dargestellt, dass die Leute so ein bisschen besseres Gefühl haben, wie sich das anfühlt. Und mein Freund Craig Pruse hat sehr, sehr passende Musik dazu gemacht, die auch einem gefühlsmäßig ein bisschen erhebt. Und durch die Tunnelserfahrung kommt man dann zu einem Einheitsbewusstseinszustand. Und ich habe versucht, diese Erfahrung durch Virtual Reality ein bisschen greifbarer zu machen, nicht? Dass die Leute da ein bisschen besser ein Bild von haben und vielleicht dann, wenn sie meditieren oder schlafen gehen, vielleicht vor dem Schlafen gehen, diese Bilder in sich aufnehmen und vielleicht davon träumen. Und dann, wenn sich dann ein luzider Traum einstellen, dann können sie schon diese Welten selbst vielleicht erschließen, nicht? Und darum geht es mir hauptsächlich, dass diese Welten, die uns verschlossen bleiben, dass wir uns die ein bisschen näher bringen. Ja, also ich glaube, das geht eigentlich darum auch, da hast du völlig recht, Jürgen, verschlossen bleiben in unserer physischen Realität, weil wir ja denken, es gibt nur diese Realität und es gibt sonst nichts anderes, der Tod ist das Ende. Und das ist ja diese, sage ich mal, frohe Botschaft, die eigentlich ja vor 2000 Jahren, sage ich mal, verkündet worden ist. Also nee, wir wechseln tatsächlich nur die Energieebenen, die Dimensionen, die Realität, dann machen wir eine Erfahrung nach der anderen und können wir hier auch nach oben und nach unten wechseln, auch mit anderen Körpern wechseln. Und diese Erkenntnisse, dieses Wissen, dass man das einfach weiter raustransportiert, und da finde ich das auch ganz toll, dass du versuchst, es auch dreidimensional und auch mit Musik darzustellen, dass die Leute immer mehr hier reinkommen. Und ich denke, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber in den nächsten Jahrzehnten wird dieser Paradigmenwechsel natürlich kommen, wo die Wissenschaft erkennt, dass Bewusstsein ihr Fundament ist und nicht diese virtuellen Realitäten, die wir uns hier bewegen, auf dieser Ebene. Und da trägst natürlich du und viele andere natürlich auch massiv dazu bei, dieses Wissen, sage ich mal, in die Bevölkerung zu tragen. Und weil die Menschen natürlich erkennen, ja, hier hat ja jemand tatsächlich Zugang. Früher haben die Menschen auch den Zugang gehabt, aber jetzt haben wir Gott sei Dank durch die Kommunikationsmöglichkeiten, das zu visualisieren, das zu dokumentieren und auch diese Gespräche zu führen und das noch viel mehr Menschen zugänglich zu machen, als wie das in früheren Zeiten der Fall war. Ne? Ja, das ist wahr. Ich meine, wir sind erstmal total am Anfang einer neuen Epoche, sagen wir mal. Ja. Zum Beispiel Psychologie ist nur ein bisschen mehr als 100 Jahre alt. Nicht? Vorher gab es solche Begriffe überhaupt nicht. Wir hatten überhaupt keine Vorstellung. Da gab es nur Hexereien oder Zaubereien. Da gab es von diesem Bewusstsein, das uns jetzt so langsam erschlossen wird, davon gab es überhaupt keine Rede. Und wir haben erst wirklich jetzt vor 20 oder 30 Jahren angefangen, uns
mit dem Thema zu beschäftigen. Und durch die Kommunikationsmöglichkeiten, durch das Internet, haben wir festgestellt, dass es ziemlich viele Leute gibt, die diese Erfahrung gehabt haben oder machen. Und bis vor kurzem wurden noch Leute, die eine Nahtoderfahrung hatten und die davon berichtet haben, die wurden noch für verrückt erklärt. Nicht? Oder irgendwas mit dem Verstand. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die einen verantwortungsvollen Beruf hatten, zum Beispiel als Chef, da war eine Chefin von einem großen Krankenhaus, die hat dadurch, dass sie diese Nahtoderfahrung gemacht hat und davon berichtet hat, hat sie ihren Job verloren. Weil die Leute sie nicht für voll genommen haben. Und jetzt, da es sich jetzt langsam um Tausende von Leuten handelt und Wissenschaftler diese ganze Sache ein bisschen ernst nehmen und auch vergleichen, es gibt ja viele Leute, zum Beispiel die astrale Erfahrung haben, wo es viele Erlebnisse gibt, die miteinander übereinstimmen. Nicht? Und deshalb. Jürgen, da muss ich dich kurz unterbrechen, weil ich hätte gerne eine Frage. Du hast mir ein Buch empfohlen, auch von jemandem, der immer diese astralen Reisen macht. Aber die wollen wir jetzt nicht besprechen. Aber der spricht zum Beispiel, der ist sehr lange am Tag, sage ich mal, außerkörperlich unterwegs. Und er sagt, die anderen Realitäten oder diese anderen Astralebenen sind der Zeit vorausgelagert. Das heißt, er kommt dann zurück und sagt, jetzt erlebe ich das, was ich in dieser astralen Ebene erlebt habe, hier nochmal. Wie ist das bei dir? Ja, das habe ich selber noch nicht erfahren. Das ist noch nicht eine meiner Erfahrungen geworden. Ja. Ich hatte zufälligerweise, am Anfang hatte ich Sachen erlebt, zum Beispiel der Tod von Haile Selassie habe ich erlebt. Ungefähr 2 Monate, bevor er umgebracht worden ist. Nicht? Und zwar habe ich das so erfahren, wie durch es war auch einfach nur total zufällig. Und wie ich das erlebt habe, er war auf einem Boot und er ist von Bogenschützen ermordet worden. Und dann ein paar Wochen später wurde ein Attentat auf ihn verübt. Aber das sind, bei mir kommen die sehr, sehr überhaupt nicht vor eigentlich. Nicht? Ist auch nicht irgendwie in meinem Interessenbereich. So, mich interessiert, das hört sich vielleicht dumm an, aber außerkörperliche Erfahrung interessiert mich eigentlich nicht mehr so viel. Hast du denn auch Themen erlebt, Zukunft zum Beispiel gesehen, also wie jetzt bei diesem Mann, der ermordet wurde, aber hast du denn auch generell in meinem Zukunftsvision, wo geht die Menschheit hin, wo geht das ganze Kollektivbewusstsein hin, gibt es tatsächlich eine Richtung nach vorwärts oder negativ etc.? Wir haben ja hier gerade eine Zeit der Krise, gibt es ja in unserer Geschichte der Menschheit immer wieder. Viele möchten natürlich wissen, ja, geht es denn in eine positive Richtung, wo läuft es denn hin oder kommen noch schlimmere Zeiten auf uns zu? Ja, so wie ich das sehe, kommt es darauf an, auf unsere Einstellung. Nicht? Wenn wir im Moment ist das so, dass die Leute, viele Leute sich in verschiedene Lager zurückfallen. Zum Beispiel, das sieht man bei den amerikanischen Wahlen ein, da sind total Opposite-Gruppen und jede Gruppe lebt in einer total anderen Welt. Wir haben ja eigene Blasen, ja, genau. Ja. Und auch hier, die Leute, die auf dieser Ebene sind, leben in einem, ich sage das immer, in einem Traumzustand. Jeder lebt in einem anderen Traum hier. Und meistens sind die Träume nicht miteinander kompatibel. Und deshalb gibt es so Feindseligkeiten bei den Leuten. Wenn du nicht meinen Traum annimmst, dann bist du nicht auf meiner Ebene. Und deshalb, die Leute, die Gesellschaft zerspaltet sich immer mehr. Und durch das Internet werden unheimlich viele verschiedene Träume proklamiert. Und ich sehe das so, dass wir aufwachen müssen von diesen Träumen und die Realität annehmen durch das Hier und Jetzt Bewusstsein. Diese ganzen Gedanken, diese ganzen Vorstellungen ausschalten und uns mit der Gegenwart oder mit dem Moment ein bisschen befassen. Mit dem Moment anfinden. Und das findet am besten dadurch statt, dass wir uns
auf die Wirklichkeit konzentrieren, die genau um uns herum ist. Und zwar mit einem Gefühl des Gutwollens, nicht? Positiv. Und positiven Gefühlen. Und dann hat man auch viel besser Zugang zu den Menschen und kann diese Traumlandschaften, mit denen wir uns umgeben, viel besser überbrücken. Und es geht darum, für uns als Gesellschaft, sich auf dieses Wohlwollen, auf diese positiven Gefühle, auf die Liebe oder das, diese Sachen mehr zu konzentrieren, anderen Menschen zu helfen, als auf die Unterschiede zu konzentrieren, die wir haben. Genau, das ist jetzt ein schönes Wort gewesen von dir, Jürgen, dass wir wieder unsere Gemeinsamkeiten finden, die Liebe, was uns verbindet, aber nicht, was uns trennt. Genau. Und da sollte man eigentlich wieder hinkommen, bei allen Lagern, bei allen einzelnen Wahrheiten. Jeder hat seine, wie du gesagt hast, seine eigene kleine Welt, seine kleine Realität, die er sich hier gemeint. Und das ist natürlich auch momentan das Problem in unseren modernen Gesellschaften und Kommunikation, dass sie viele, sage ich jetzt mal, nur in ihren eigenen Chatbots hier unterwegs sind und nur in diesen eigenen Gruppe auch, sage ich mal, sich kommunizieren und die restlichen gar nicht mehr wahrnehmen, weil ich sage, die sind sowieso falsch. Also nur mit, und dann habe ich natürlich überhaupt keine Vielfalt mehr, keinen Überblick mehr, was überhaupt so läuft. Und da gibt die Spaltung immer größer, statt dass wir wieder miteinander vereinen. Ne? Ja, wir leben in Gedankenblasen. Nicht? Ja. Und das hält uns von der Wirklichkeit ab und das hält uns davon ab, positive Entscheidungen zu treffen, kreativ zu denken. Mhm. Ich hatte, das ist besonders stark bei, kommt häufig vor bei spirituellen Leuten sogar, nicht? Mhm. Die sich dann von der Außenwelt abschließen oder wie Quanon. Weißt du, dass sich dann so eine Gruppe bildet, ja, genau. Die einen konspiratorischen Weltbild aufbauen, wo mhm. andere Wirklichkeiten überhaupt nicht mehr reingelassen werden. Und dann stellt sich so eine neue Religion ein, die genauso rückschrittig ist wie... Dogmatisch und genau. Ja, dogmatisch und das kann einen unheimlichen Schaden einführen. Wir müssen uns vorstellen, dass sowas schon mal passiert ist bei Hitler. Das ging mhm. auch um eine Konspirationstheorie gegen die Juden. Und das hat sich immer weiter erweitert, dass sogar die Wissenschaft damit einbezogen worden ist und so weiter, bis wir dann auf einmal den Holocaust hatten. Und dieses ganze Philosophie hat sich auf diesen Übermenschen aufgebaut. Und zum Schluss gab es über 50 Millionen Tote. Ja, genau. Also, das ist das Problem, das wir haben, wenn wir uns nur auf unsere Gedankenbäude aufbauen, ohne uns an die Wirklichkeit zu erinnern. Hast du denn auch Wesenheiten getroffen, die vielleicht sagen, okay, wir sind jetzt auf dieser Ebene unterwegs, aber wir sind auch bei euch auf der physischen Ebene unterwegs, um hier auch ein bisschen positiv in die Richtung zu wirken, was du gerade gesagt hast? Ja, es gibt viele Menschen auf allen Ebenen, auch auf dieser physischen Ebene, die sich unheimlich stark darum bemühen, ein Gleichgewicht herzustellen. Manchmal tun sie das so total im unbeobachtet. Mhm. Und ich habe auf den astralen Ebenen Leute getroffen, Führer oder Helfer, die mir Sachen gezeigt haben, die ich alleine nicht rausgefunden hätte. Und da gibt es viele solche Leute, die uns in der Richtung beistehen können. Aber es hängt von uns ab, ob wir das wollen oder ob wir so starr sind und auf unserer Traumblase, ob wir die... Beharren, ja, genau. Ja. Also du hast auch erzählt, Jürgen, dass man natürlich eins nicht nutzt und es wird vielleicht auch noch kommen in Zukunft, nicht nur mit diese Welten astral zu erkunden, zur Meditation und so weiter wieder zurückzufinden, sondern auch dieses Wissen auf diesen anderen Ebenen zu nutzen, wenn die haben ja auch bestimmte Themen und Probleme schon gelöst und die könnten wir auch hier auf diese Ebene übertragen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Ja, das ist wahr. Also auf der astralen Ebene gibt es viele Erfindung und so weiter, die sich so langsam aber sicher auch auf der physischen Ebene breit machen. Es werden viele Erfindungen gemacht hier, die einen astralen Ursprung haben. Zum Beispiel, bevor wir überhaupt das Internet hatten
Und hatte ich Leute da getroffen auf der astralen Ebene, die schon ein Smartphone haben. Okay. Dieses Smartphone machte alles, genau wie jetzt. Und ich hatte einen Typen getroffen, der mir gezeigt hat, dass er ein Buch hätte, das lebende Bilder, bewegliche Bilder in 3D gezeigt hat und war ganz begeistert davon. Okay, da wissen wir wohl, wir in Zukunft ja finden müssen, ne? Weil es kommt ja auch zu uns. Gibt es das, genauso wie mit den Boutique-Hotels. Die gab es in den 70er Jahren nicht, aber die gab es schon auf den astralen Ebenen. Mhm. Nicht? Und so diese beiden Welten sind miteinander stark verbunden. Und deshalb Leute, die zum Beispiel Wissenschaftler, die viel geistig sich mit einem Thema beschäftigen, die haben manchmal so Zugang zu diesen Gedankenbildern. Mhm. Und das wird ja häufig auch zum Beispiel Leute, die geträumt haben, zum Beispiel war es das Benzinatom, nicht? Das Benzolformel, genau, und so weiter. Oder da gibt es ja viele Wissenschaftler, die Beispiele haben, wo ihnen das praktisch durch Zufall oder zugefallen ist, dieses Wissen, diese Erfindung, plötzlich Eureka, nicht? Den berühmten Spruch. Ja, ich hatte eine Erfahrung, wo ich meine Mutter besucht hatte. Und ich bin dann weitergegangen und wollte mich auf der Suche zu meinem Vater machen. Und hinter mir war ein Typ hergelaufen und hat gesagt, du musst mir unbedingt zuhören, du musst mir unbedingt zuhören, ich habe was unheimlich Wichtiges zu sagen. Und da sagte ich, ich war ganz ein bisschen genervt durch ihn und ich habe gesagt, ja, worum geht es denn, was denn? Und er sagte, ich habe etwas gegen AIDS gefunden. Wir haben was gegen AIDS. Okay. Und dann hat er angefangen, mir davon zu erzählen. Und ich habe das alles gar nicht mitgekriegt. Und ich war ganz genervt. Ich sagte, ich bin nicht die richtige Person. Ich kann das gar nicht aufnehmen. Ja, aber das wird dann spannend, Jürgen, weil also ich habe ja eine Korrespondenz auch mit diesem Dr. Gary Schwartz von der Arizona Universität, der gerade seine Soulform Foundation sagt, okay, wir haben jetzt die Technologie, in dieses Jenseits, in Anführungsstrichen, zu kommunizieren. Und er kündigt auch auf deiner Webseite schon an, dass man sagt, wenn man dann mit Nikola Tesla und so weiter tatsächlich dann auch so eine Zoom-Konferenz macht, wie mit dir jetzt, sage ich jetzt mal, in ein paar Jahren, und dann sagt, okay, das Wissen, was du gerade gesagt hast, die richtigen Leute zusammenbringt, und sagt, okay, wir haben hier ein Virus, und die anderen sagen, ja, aber wir haben die Lösung schon auf der anderen Ebene, dann können wir das machen. Das wird sehr spannend werden, was meinst du? Ja, schon, oder? Ja, wie gesagt, wir sind erst gerade am Anfang. Und ich glaube, wenn sich das weiterentwickelt und die Leute mehr Vertrauen dieser neuen Wissenschaft entgegenbringen, dann kann sich unheimlich schnell was verändern. Mhm. Zum Beispiel auch, man weiß ja auch zum Beispiel, dass luzide Träume in einem bestimmten Teil des Gehirns abspielen. Mhm. Wenn wir das jetzt wissenschaftlich anfassen könnten, dass wir jetzt zum Beispiel luzide Träume inszenieren könnten, durch ein magnetisches Feld oder so weiter, mhm, dann hätte man schon mal den Einstieg in diese höheren Ebenen. Dann geht es nur darum, dass man dann den luziden Traum in eine außerkörperliche Erfahrung umwandelt. Mhm. Und so könnte ich mir vorstellen, dass in den nächsten 20 oder 30 Jahren die Forschung irgendwie diese nächste Dimension mit einbezieht in unserer Wissenschaft. Ja, da gibt es ganz neue Berufe, Dimensionskommunikatoren und keine Ahnung, oder Multidimensionalswissenschaftler, was weiß ich nicht, was dann für neue Berufe gibt, oder nicht nur Internet, sondern multidimensionale Internet, was ich Host oder Avatar oder Programmierer, keine Ahnung. Also, ja, das ist ja alles möglich, was wir jetzt da gar nicht denken, weil wenn man das so weiterspielt, also ich denke nicht, dass diese Entwicklung sich aufhalten lässt, sondern sie kann verzögert werden, indem das die klassische Wissenschaft immer noch dagegen hält und sagt, unser Bewusstsein ist ein Epiphänomen, aber ich denke, dieses Ding haben wir bald überwunden, und dann ist natürlich die Türe offen und kann man sagen, okay, jetzt ist alles möglich. Ja, wir sind erst ganz am Anfang, aber schon mehr und mehr Wissenschaftler beschäftigen sich damit. Vor allen Dingen Wissenschaftler, die selbst außerkörperliche Erfahrungen gemacht haben. Und das versuchen, erstmal in ihr Weltbild einzuordnen. Und das klappt nicht mehr. Die müssen jetzt ganz anders denken davon. Und okay, es gibt schon Konferenzen, wo Leute, Wissenschaftler, diese
Erfahrung gemacht haben, wo sie sich zusammensetzen und sagen, ja, was ist denn hier überhaupt los? Nicht? Was machen wir denn jetzt damit? Wo spielt sich das alles ab? Und so langsam wird sich das in Bewegung setzen. Und naja, wir müssen einfach abwarten, was in den nächsten 20 Jahren passiert. Ja, und der Kontakt zu nichtmenschlichen Intelligenzen, die ja jetzt schon mit ihren, sage ich mal, Gerätschaften in der Lage sind, auch so jetzt mal ganz anders physisch zu reisen, wie wir das können. Mhm. Auch mit dem könnte man natürlich wesentlich weiter noch in Dialog und in Austausch gehen, zumindest mit ihnen im Positiv unterwegs sind. Also die Möglichkeiten sind da, man muss es nur nutzen, oder Jürgen? Ja, wir machen jetzt, ich meine, zum Beispiel durch Virtual Reality machen wir von der physischen Seite einen Einschnitt in die nächste Dimension. Das ist genau meine Arbeit zu machen. Ja. Ich hoffe, dass sich bei einigen Leuten dann irgendwie ein neues Gefühl einstellt. Nicht? Und auf der anderen Seite, auf der geistigen Seite, Leute wie NATO, Leute, die NATO-Erfahrung, außerkörperliche Erfahrung haben, dass sie das, dass sich das immer weiter manifestiert. Und bis dann diese ganzen Sachen nicht mehr so zersplittert sind, sondern irgendwie ein neues Wissenschaftsgebiet formen. Ja, auch die jenseitigen Versprechen. Also es gibt ja auch die Dr. Sonia Rinaldi, die in Brasilien unten auch diese Transkommunikation macht. Und da ist ja auch Nikolaus Tesla und da meldet sich der Konstantin Raudi für und sagen, okay, wir haben hier auf dieser anderen Astralebene auch Wissenschaftler, die versuchen, die Schnittstelle zu eurer Realität hier noch besser auszubauen. Also da laufen auf beiden Seiten Annäherungen. Ne? Ja, ja. Jürgen, wie gesagt, ich werde hinterher oder auch jetzt diese ganzen Sachen noch einblenden unten in diesem Video. Da können die Leute auch dir noch mal spenden, weil du brauchst ja auch immer wieder ein bisschen, sage ich mal, Zuschuss und Spendengelder. Da bist du nicht abgeneigt, um deine Software und diese Dinge auch weiterhin realisieren zu können. Das kostet alles Geld, ist ganz klar. Und es ist auch der Nutzen für die Menschheit da. Und ich freue mich, wenn wir demnächst oder nächstes Jahr wieder ein Gespräch führen dürfen. Wenn viele Leute vielleicht diese Bücher gelesen haben, dann kommen vielleicht die Fragen rein. Und dann gehen wir auf diese Fragen ein. Und vielleicht gibt es ja dann schon das zweite Buch auf Deutsch. Und da wird es natürlich noch spannender. Jürgen? Ja, ich hoffe. Nochmal zu dieser Virtual Reality. Alles, was ich mache mit Virtual Reality, wo ich Spenden für kriege, ist total frei. Jeder, der eine Brille hat, der kann zu meiner Website und sich das runterladen. Es ist da sind keine Kosten mit verbunden. Nicht? Deshalb aber ich, falls jemand findet, dass sich das lohnt, eine kleine Spende ist schon gut, aber braucht man nicht. Okay, ja. Super, Jürgen, also herzlichen Dank an deine Arbeit und das, dass du auch immer wieder zur Verfügung stehst und dieser Nepomuk, wenn er wieder anruft und sagt, Jürgen, ich hätte gern wieder ein Interview und du sagst, okay, ich mache das mit dir und ich weiß, das auch zu schätzen und unsere Follower wissen das auch zu schätzen und bedanken uns sehr herzlich bei dir. Ja, vielen Dank, das macht immer Spaß, mit dir zu quatschen. Und ich wünsche dir natürlich ein gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, sage ich, ins 21. Und wir sehen uns und hören uns nächstes Jahr wieder. Ja, prima. Vielen Dank. Und danke an die Zuseher.